Damit ein herzliches Willkommen zurück bei Dragon Age Origins Awakening. So, wir haben schon 3 von 4 Rüstungsteilen wieder gefunden. Jetzt fehlt nur noch das von Sigrun. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier wohin laufe, dass ich nichts Falsches mache. Ich habe nämlich Angst, dass ich jetzt... Warte mal, der geht zurück in den Vendanwald. Wo geht's hier lang? Na, geht's mal wieder zurück. Wo sind denn Sigrun-Sachen? Warum habe ich schon wieder diesen Bug drin, dass ich so verkrüppelt laufe? Ah, da ist noch. Da geht's auch weiter. Ah, Kians Earring. Beinbrecher. Drago. Schuppe. Okay, hier geht's auch mal nicht lang. Aber wo ist denn die Sachen von Sigrun? Die fehlen. Irgendwie fehlen Sigrun Sachen. Das nervt mich gerade. Ihre Sachen sind nämlich verloren gegangen. Ihr seid die allererste Elfin, die ich kennengelernt habe. Fühlt ihr euch geehrt, oder? Warum sollte ich mich geehrt fühlen? Eure Taten werden meine Meinung über euer Volk prägen. Für immer. Oh, vielen Dank. Noch mehr Druck ist genau das, was ich gebraucht habe. Es freut mich, dass ich euch helfen konnte. Wo sind denn Sigrun-Sachen? Seltsam. Ich finde Sigrun-Sachen nicht mehr. Da ist der weitergelaufene Typ. Ah, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Glaube ich finde. Jetzt im großen Raum. Jemand fehlt noch. Mann. Seid doch nicht ihre Sachen wieder. Vielleicht hier drin. Wird erledigt. Ich werde es tun. Ach, das war nichts. Ach, das war nichts. Ich sollte mal vielleicht eine Klugheit. Ein bisschen skillen, dann Geschicklichkeit auch.
dass wir jetzt mal ein bisschen hier. Ja. Moment. Überleben. Weiter. Ah. Perfekt. So. Selbstverständlich. Langstelle der dunklen Boot, okay. Langschwert. Oh. Das wäre hier richtig? Ich hoffe doch mal. Wo ist unser restliches Zeug? Das darf nicht wahr sein, das kostet mich an. Ich hatte so viel Zeug. Es ist alles weg. Mann, das kotzt mich. Ah, hier. Oh Gott, hier ist alles drinne. Verdammt. Hier ist alles wieder drin. Super. Gut, dann rüsten wir mal eben unsere Liebe. Ey, das darf nicht wahr sein. Zerstören, ja. 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 Das ist unglaublich, ey. Was hatte sie jetzt eigentlich? Ich gebe mir mal die Legion. Verderbtheit 42. Moment. Schwere zergische Rüstung. So, Handschuhe braucht sie noch. Und ihre Waffen. Moment. Was hatte sie denn? Langschwert, Vorreiter, Beinbrecher. Trauer des Herrs. Hm. Ich gebe ihr mal den Beinbrecher. Was ist das denn? Ihr solltet nicht hier sein. Ebenso wenig wie ihr. Was soll das denn bedeuten? Wurdet ihr ebenfalls gefangen genommen? Ja, zuvor. Ich habe eine Vereinbarung mit diesen Kreaturen getroffen. Und sie haben mich freigelassen. Ich bringe ihnen Waren. Sie geben mir Gold. Wisst ihr, was hier vor sich geht? Nein. Mich interessiert nur, dass die Dunkle Brut unsere Vereinbarung einhält. Sie in Frage zu stellen wäre nicht ratsam. Würdet ihr mir Rabatt auf eure Waren geben? Warum sollte ein Kunari der dunklen Brut helfen? Das Kuhn ist eine Lüge. Ich bin Talvar Shoth, ein Ausgestoßener. Mein Leben gehört mir. Und ich helfe nicht der dunklen Brut. Ich helfe mir selbst. Habt ihr euch keine Angst, euch mit der Verderbtheit der dunklen Brut zu infizieren? Das wird nicht geschehen. Mir wurde Schutz zugesichert. Warum sollten sie euch so etwas zusichern? Ich bin ihnen nützlich. Überreden. Nun gut, ich kann sehen, dass ihr ein wenig in Schwierigkeiten steckt und ich bin nicht herzlos. Aber wenn ihr wirklich meine Hilfe wollt, gebe ich euch einen Rat. Flieht von hier so schnell ihr könnt. Danke. Was hast denn so alles? Das ist unglaublich. Hilf doch einfach mal der dunklen Brut.
Ah, jetzt haben wir auch unser Rest des Zeugs wiederbekommen. Juhu! Und ich musste Sigrun nochmal neu ausstatten. So ätzend. Fertig. Au. Autsch. Hey! Anders, kannst du Gruppenheilung machen? Mann! Erst einen Drachen, dann den zweiten. Aua. Ey. Hau ab. Oh, der ist schon tot. Perfekt. Das Landpinkschild. Was macht das denn hier drin? Moment. Hier macht Land. Hier ist ein Landpinkschild. Das ist ja unglaublich. Elite-Schild von Radcliffe. Ach, habe ich ja schon. Okay. Wer ist diese Zwergin an seiner Seite? Wir werden einen anderen Weg finden, ich verspreche es euch. Hier geht es in die tiefen Wege. Ich kann es riechen. Den Geruch der Tiefe vergisst man nie. Die Heimat der Kinder des Steins.
Ja, es heißt, die Wächter könnten die dunkle Brut selbst tief unter der Erde noch spüren. Ich will mich den grauen Wächtern anschließen. Verleiht mir die Fähigkeit, diese Kreaturen in der Tiefe aufzuspüren. Der Beitritt könnte euren Tod bedeuten. Ich könnte es versuchen, eure Schwester für euch zu finden. Außerdem wird man den Geschmack im Mund stundenlang nicht wieder los. Ich fürchte den Tod nicht. Ich biete euch meine Dienste an. Im Austausch für die Kräfte, die mir euer Orden verleihen kann. Dir. In Ordnung, willkommen bei den grauen Wächtern. Maseranas. Können wir dann gehen? Ich habe genug von diesem Ort. Oh nein, jetzt habe ich hier diesen komischen, ich laufe wie bescheuerter Idiot-Bug. Was ist der Dach denn für Verlachen? Ich werde es tun. Warte mal. Da, war richtig. Oh nein, ich glaube schon wie so krüppelhaft. Oh, ich bin froh, wenn ich mit Dragon Age angefangen habe. Mit Dragon Age 2. Wohlgemerkt. Aber ich würde gerne wissen, wie dieser kleine Zwerg dabei ist. Ist das eventuell Hespeth? Sicher bin ich mir da nicht. Wie bedauerlich. Wer ist das? Nein, es ist für uns verloren. Es ist sinnlos, zurückzukehren, Uther. Deine ehemaligen Gefährten sind beeindruckend, wird schwer, sie zu überzeugen. Deine ehemaligen Gefährten? Nein, Uther, ich werde mein Versprechen dir gegenüber erfüllen. Noch ist nicht alles verloren. Komm, wir müssen uns auf die Schlacht vorbereiten. Wie hieß sie? Den Name kam mir überhaupt gar nicht bekannt vor. Mysteriös. Was ist denn jetzt wieder los? Dem Erbauer sei Dank, dass ihr hier seid. Die Dinge geraten außer Kontrolle. Die dunkle Brut ist überall! Man kann sie von den Mauern der Stadt. Und doch stellt die Kommandantin keine Soldaten zu unserem Schutz ab! Es sind schwere Zeiten, Kommandantin. Das einfache Volk ist verzweifelt. Könntet ihr mit ihnen sprechen und sie beruhigen? Vielleicht könnt ihr sie ja zur Vernunft bringen. Aufständische beruhigen? Schlagt sie nieder, Varel. Gebt den Befehl! Überreden. Mehr als je zuvor müssen wir jetzt an diesen Zeiten zusammendrehen. Überreden. Wir lassen uns nicht! Lass die Kommandantin sprechen! Wir müssen die Festung einnehmen! Unsere Sicherheit! Ruhe! Überreden. Die Festung muss beschützt werden. Wenn sie fällt, ist auch die Stadt verloren. Wenn ihr meine Soldaten angreift, ist eure Sicherheit noch mehr gefährdet. Einschüchtern, das reicht jetzt. Na los, greift an, wenn ihr euch traut. Löst. Die Festung muss beschützt werden. Wenn ihr meine Soldaten angreift, ist eure Sicherheit noch mehr gefährdet. Erwartet ihr etwa? Das ergibt doch Sinn. Ich gehe nach Hause. Wartet! Das habt ihr wahrlich gut gemacht. Äußerst beeindruckend. Ich weiß nicht, wie ihr das geschafft habt. Männer, haltet euch zurück. Ihr findet mich in der Festung. Und noch ein Beitritt. Habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, dass ich Frauen mit Tätowierungen unglaublich attraktiv finde? Habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, dass ich die meisten Menschen sowohl körperlich als auch moralisch abstoßend finde? Gut zu wissen. Warte mal, ich muss mal kurz eine Aktion durchführen. Oh nein, jetzt backe ich hier rum, das ist nervig. Waldrick, klar. War eure Suche nach Granit erfolgreich? Im Vendamwald gibt es Granit. Ausgezeichnet. Nur leider kann ich nicht riskieren, dass meine Männer von dunkler Brut angegriffen werden. Ihr müsst einige Soldaten aussenden, die den Ort sichern. Gut, ihr bekommt eure Wachen. Hab Dank, Kommandantin. Die Wacht wird nicht fallen, das schwöre ich. Gut, das wäre auch absolviert. Ihr seid zurück.
Benötigt ihr etwas? Ich habe ein Erzvorkommen entdeckt. Das wird uns enorm weiterhelfen. Wait, die Kommandantin hat ein Silberitvorkommen entdeckt. Amaranthine ist wirklich reich an Bodenschätzen. Meister Wade hat mehr als genug Material, um all eure Männer angemessen auszurüsten. Ich bin euch ja so dankbar, dass ihr all dieses langweilige Metall gefunden habt. Na toll, Herren. Ich bin außer mir vor Freude. Und jetzt los. Wir sollten nicht noch mehr Zeit verschwenden. Oh, wir haben es geschafft. Die standhafte Wacht. Die Quest ist absolviert. Juhu. Dann machen wir mal unsere liebe Valena zu einem grauen Wächter. Oh, soll mit dieser krüppelhaften Bewegung aufhören. Kommandantin? Ich habe noch jemanden, den Beitritt vollziehen möchte. Ich werde die nötigen Vorbereitungen treffen. Von diesem Moment an seid ihr, Velana, ein grauer Wächter. Dann soll es so sein. Und sie kippt um. Sie atmet noch, Kommandantin. Sie wird sich erholen. Gut. Jetzt gucke ich mal eben, was ich für Geschenke wieder habe. Ich guck mal eben, Moment. So, Awakening, Geschenke. Ich will mal gucken, was wir jetzt den Leuten schenken können. Ogwen. Ja, erstmal Anders. So, Anders. Anders. Phylacterio, eine Geschichte in Blut geschrieben. Das haben wir auf jeden Fall, das weiß ich. Phylacterio, eine Geschichte in Blut geschrieben. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Doch, überhaupt nicht. Kätzchen habe ich schon gegeben. Stählende Armbänder. Stahlarmschützer, nee. Stählende Armbandschützer. Stählende Armbandschützer. Können wir es ihm geben? Ne, können wir nicht. Ja. So, das weiß. Ja, mehr habe ich offenbar nicht. Gerecht. Ne, habe ich den Charakter habe ich noch. Ogwen. Ne, das ist Sigrun. Ogwen. So, jetzt bist du dran. Haben wir etwas für dich? Offenbar nicht. Höchstens den Brandwein. Das hätten wir vielleicht für dich. Aber egal. Sigrun. Meine verehrte Sigrun. Ich möchte deine Loyalität gewinnen. Topfpflanze. Habe ich die Topfpflanze? Oder was habe ich was anderes? Topfpflanze. Da. Haben wir. Tatsächlich. Für mich? Oh, wundervoll. Seife an einem Seil. Habe ich die schon? Schneekugel aber, das habe ich. Für mich? Oh, wundervoll. Oh, gefundener Kuchen. Fernglas habe ich, jawohl. Das habe ich auch. Das ist ein Fernglas. Mein Freund Valan hat mir davon erzählt, aber ich wusste nicht, dass sie so schön glänzen. Er hat gesagt, an der Oberfläche könnte man mit einem Fernglas Dinge sehen, die noch meilenweit entfernt sind. Darf ich es behalten? Ich weiß natürlich, dass es nicht richtig ist. In der Legion dürfen wir keinen Besitz haben. Ich erzähle es schon niemandem, versprochen. Ich behalte das einfach. Nur den grauen Wächtern ist es erlaubt, Dinge zu besitzen. Wenn ihr das sagt, Kommandantin, vielen Dank. Gerne doch.
Juhu! Sigrun, was habe ich denn noch für dich? Das Herz des Kriegers. Das Herz des Kriegers. Das Herz des Kriegers. Hab ich das denn schon? Nein, habe ich nicht. Dann habe ich Velana. Was habe ich für dich? Die Kirche. Ein leeres Tagebuch. Ja, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Was soll das? Dieses Buch ist leer. Warum gebt ihr mir ein derart nutzloses Ding? Ich dachte, das würde euch gefallen. Der Einband ist mit einem Baum verziert. Ihr mögt doch Bäume. Man kann etwas hineinschreiben. Das sehe ich selbst. Ich bin mir sicher, ich werde irgendeine Verwendung dafür finden. Der lederne Einband ist ziemlich hochwertig. Vielen Dank. Gerne doch. Sie erinnern mich ein bisschen an Morrigan. Von ihrem Charakter her. So. Wen haben wir denn noch? Was haben wir denn noch für Velana? Velana. Geschnitzter grüner Stein. Moment. Das Tagebuch. Geschnitzter grüner Stein. Außergewöhnlicher Jadestein, glänzender Malachit. Ich könnte den Kalbsknochen schenken. Verzierte Silberschale. Verzierter Silberschale. Elfisches Schmuckstück. Elfischer Runenstein. Ne, mehr habe ich leider nicht für sie. Das ärgert mich jetzt natürlich. Jetzt habe ich nichts für sie. Schade. Dann, ja, dann haben wir nichts mehr für sie. Tut mir leid. Ja, dann war das. Dann war es das wieder für heute. Bleibt mir gewogen. Und bis morgen. Ciao.